Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Heute ganz aktuell mit Trennwand. So, wir können uns nicht wirklich berühren durch diese Wand und das lassen wir zumindest am Anfang noch stehen, weil wir haben heute einen besonderen Gast, den seht ihr auch gleich. Das heißt, ich werde mich hier gleich mal verkrümmeln, sonst wird das hier zu eng, um Mindestabstand und so, wisst ihr. Aber ich komme ganz zum Schluss garantiert nochmal wieder, weil heute geht es um ein spannendes Interview zum Thema Lügen, Drogen und ein Ausweg. Ihr seht ja hoffentlich den Hintergrund, wenn das alles klappt mit dieser Wand, dass der Greenscreen ihren Job macht, dann solltet ihr ein verwahrlostes Gebäude sehen. Und das hat was mit dem Interview gleich zu tun. Außerdem werden wir über den Glücksmoment der Woche sprechen. Das machen wir nur alle zwei, drei Wochen mal. Und wir haben natürlich auch unser Gewinnspiel. Das haben wir ein bisschen verschoben mit der Auslosung. Das machen wir heute und zwar am Ende dieser Session. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Zitat des Tages. Jawohl, das Zitat heißt: Der Rückschlag ist ein Aufschlag für ein Comeback. Cool. So, der Zitatverursacher, die Quelle ist nicht ganz eindeutig. Du meinst, Robert Schuller war es. Ja. Bei T.D. Jakes steht es auch drin. Wer auch immer es gesagt hat. Bei Bernd C. Trümper steht es auch drin. Ich brauche das schon mindestens 15 Jahre, das Zitat. Aber ich weiß, es ist nicht von mir. Auf jeden Fall ist der Satz mega cool und ist auch eine tolle Hinführung zu unserem Impuls, sprich Interview, was gleich folgt. Genau. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns dann am Ende des Interviews nochmal wieder. Bye-bye. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Interview, Stefanie Thome. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns, sind sehr gespannt. Ich kenne deine Geschichte und ich wollte sie unbedingt mit euch teilen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen von euch Mut machen kann und zeigen kann, was Gott imstande ist zu tun und was er immer noch tut, nämlich Wunder, ganz persönliche Art. Ja, stell dich mal so ein bisschen vor. Mhm. Du bist 41 Jahre jung, glücklich verheiratet, hast drei Kinder, zurzeit tatsächlich als Mama und Hausfrau in Vollzeit aktiv. Das klingt ja wie im Bilderbuch. Also ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Mutter, der wichtigste Job der Welt. Und das ist genial. Mhm. Deine Geschichte allerdings fing gar nicht so bilderbuchmäßig an und hätte... Ja, ganz ernst gesagt, vor einigen Jahren durchaus mit deinem Tod enden können und es wäre nicht sehr unwahrscheinlich gewesen. Ja. Du weißt, wie es ganz unten aussieht. Du warst tatsächlich verstrickt in die Dinge, die wir im Titel benannt haben, Lügen, Drogen. Wärst fast nicht mehr rausgekommen und wir wollen so ein bisschen die Momente skizzieren auf deinem Weg, die besonders markant waren. Ja. Genau. Ja, dann starten wir. Ja. Seid ihr bereit zu Hause? Wir sind's. Ja, so ein Schlüsselmoment, der mir im Vorgespräch besonders hängen geblieben ist, ist aus deiner Kindergartenzeit. Du warst, wie wir alle, auf der Suche oder mit Sehnsucht nach Liebe, nach Aufmerksamkeit unterwegs. Deinen Eltern ist es nicht so ganz perfekt gelungen, darauf auch einzugehen, aber eines Tages hast du einen Weg gefunden, dein Problem zu lösen. Wie war das in dieser Zeit und wie war das, ja, was du gemacht hast? Ja, also kurz zur Erklärung, meine Eltern waren jetzt nicht irgendwelche ganz schlimmen, bösen Menschen, sondern die waren natürlich auch sehr geprägt durch ihre eigene Kindheit, Erziehung, Großeltern. Mein Vater war ein Flüchtlingskind. Meine Mutter war das erste Kind von vier weiteren, wo aber leider dazwischen alle drei verstorben sind. Darunter hat wohl meine Großmutter sehr gelitten. Meine Großmutter wurde sehr, sehr hart, hat dann noch mal ein Kind bekommen. Meinen Onkel, viele Jahre später, der auch dann sehr krank war, der es aber geschafft hat. Und so war auch meine Mutter eher so die Unterstützung im Haushalt und die Babysitterin für den kleinen Bubi, der ja immer so krank und so weiter. Und das hat meine Mama wohl auch sehr verhärtet. Und sie war es nicht gewohnt, sich mit Kindern zu beschäftigen, mein Vater auch nicht. Also haben sie uns das auch mit in unsere Kindheit gegeben. Und meine Mutter war sehr krank schon, als ich vier wurde. Die war Diabetikerin und war auch sehr mit sich beschäftigt, junge Mutter.
Mein Vater war sehr mit sich beschäftigt und irgendwie keiner mit uns. Ja. Und ich saß an einem Nachmittag, da hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich saß an einem oder Mittag mit der Mama am Küchentisch zum Essen nach dem Kindergarten. Und dann habe ich der erzählt, dass an dem Morgen der Christian, unser Nachbar und auch der Sohn meines Paten, echt frech war. Ist dem auch nicht schwer gefallen, so schon. Und dann war der bei der Leiterin des Kindergartens, bei der Schwester Tomasa. Also jeder, der ein Kindergartenkind hat, wenn man da mal zur Chefin muss, hat man schon was angestellt. Und das hat meine Mutter sehr interessiert. Und die sagte, ja, was war denn da? Ja, und was soll ich sagen? Die hat mir zugehört. Das war das erste Mal, dass die mir wirklich zugehört hat. Und ohne wirklich eine Entscheidung zu treffen, am nächsten Mittag war der Christian in dem Gespräch mit der Mama wieder bei der Schwester Tomasa. Mhm. Hat natürlich nicht gestimmt. Aber was passiert ist, war, ich habe gemerkt, wenn ich eine Geschichte erzähle, hören die mir zu. Und das wurde dann leider auch zu meinem Lebensstil. Ich habe angefangen zu lügen. Ich habe Lügengeschichten erzählt. Die sind auch immer mehr gewachsen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also gar nicht, um jemanden böswillig an den Karren zu fahren, sondern wirklich, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und die kriegt man nicht, wenn man erzählt, mir ist eine Tasse umgefallen, sondern da muss schon eine Story hinter sein, damit man zugehört bekommt. Ja. Ja. Das ist krass. Erinnert mich gerade an das Thema Medien, aber da den Ausflug machen wir jetzt nicht. Ne? So Sensationen verkaufen sich. Ja. Das hast du damals in deinem jungen Alter gelernt. Mhm. Okay, das wurde so ein Teil von dir. Und dann kam die Schulzeit. Wie lief es denn später in der Schule? Hat sich das fortgesetzt? Wie hattest du Freunde? Wie lief das für dich? Ja, nein, Freunde hatte ich keine in der Grundschulzeit. Nicht so. Ich komme vom Dorf. Nicht jedes Dorf ist schlecht. Überhaupt nicht. Ich wohne selber auf dem Dorf. Finde ich cool. Möchte ich auch nicht weg vom Dorf. Jedoch war das damals so, dass so die Freundschaften der Kinder verknüpft waren mit den Freundschaften der Eltern. Mhm. Und in meinem Jahrgang waren irgendwie keine großen Freundschaften von Eltern. Und deshalb war ich in der Grundschule schon relativ, ja, so alleine. Und dann habe ich natürlich mein Spiel fortgeführt. Das war auch nicht nur, dass ich gelogen habe, sondern ich wurde auch recht schnell relativ verhaltensauffällig. Also je lauter, umso mehr Aufmerksamkeit habe ich natürlich bekommen. Dass die halt negativ war, das habe ich natürlich früher auch nicht einordnen können. Aber es hat halt jemand geguckt, sich mit mir beschäftigt und ich war Mittelpunkt. Mhm. Ziel so. Erreicht. Mhm. Richtig. Und dann fing das mal an, wo das so zum ersten Mal auch aufgepoppt ist. Moment, hier stimmt was nicht. Das war Weltspartag in der Grundschule. Meine Eltern haben das nicht eingesehen. Und dann erzählte ich meinem Lehrer, ich habe meine Spardose zu Hause vergessen. Ja, dann sollte ich die holen gehen. Hm. Die gab es aber nicht. Also da war so das erste Mal, wo auch von Seiten der Lehrer aufgefallen ist, ihr ist was nicht so in Ordnung. Mhm. Ja, und dann mit dem Schulwechsel, da hatte man natürlich andere Konstellationen, war nicht mehr auf die Beziehungen der Eltern so angewiesen. Nur kam ich da schon auch so mit einem negativen Ruf hin, waren ja auch andere aus meinem Ort auf der Schule. Trotzdem hatte ich eine Freundin, die mich wirklich all die Jahre begleitet hat. Die hat mir immer so ein bisschen auf die Finger gehauen. Komm mal runter, sei mal still jetzt, hör jetzt mal auf. Aber es hat mich nicht so gebremst. Und so war das dann auch in der Hauptschule. Also das ist auch so eine Geschichte, die muss ich mit euch teilen. Mitten im Unterricht aus dem Nichts heraus fing ich an zu schreien und zu weinen. Also so, als würde ich jetzt hier einen Zusammenbruch bekommen. Und dann hieß es natürlich direkt, ja, Steffi Wolf, was ist denn los? Und da sagte ich, meine Patentante ist gestorben. Godi,
Du kennst die Geschichte, ja. Ich weiß, du hast mir das schon vergeben. Ja, und dann habe ich halt natürlich geweint, wurde getröstet, wurde auch mal in den Arm genommen, weil das war was, das kannte ich halt damals nicht. Meine Eltern haben mich halt nicht in den Arm genommen. Später schon, ja. Aber dann musste ich natürlich dieses Spiel spielen, bis dann, das wusste ich ja damals, so 3-4 Tage danach ist die Beerdigung. Ja, und dann war mein kleines Schauspiel dann beendet. Also das war so mit so eine ganz prägnante Sache. Wow, ja. Also so bin ich halt auch durch meine Schulzeit und Ausbildung und so. Es hat eigentlich bis, das sage ich euch später, wann das aufgehört hat. Ja. Ja, dann gab es noch andere lebenserleichternde Elemente in deinem Leben, so Zigaretten, Alkohol, so, das kam dann auch schon verhältnismäßig früh. Wie war das? Mein Vater war früher Alkoholiker und mein Pat auch, und der ist auch leider daran gestorben. Mein Pat, und die haben sich früher recht oft bei uns abends getroffen oder eben drüben bei meinem Pat. Wir haben früher direkt nebeneinander gewohnt, und früher gab es Stuppis, also so Bottle, so große Flaschen, halber Liter, glaube ich, oder so. Und da durfte ich früher schon mal dran nippen. Mhm. Das fand ich richtig cool. Und so habe ich da auch zwischendurch schon mal vom Papa ein Schlückchen getrunken, wenn der halt einen gepischelt hatte. Der fand das nicht so schlimm. Meine Eltern, alle um uns herum, haben geraucht. Und als ich 9 war, da habe ich zum ersten Mal, wollte ich auch mal probieren, was die machen. Ich habe aber früher schon immer Schokoladenzigaretten, Kaugummizigaretten und Salzstangen geraucht, natürlich nur optisch. Und habe mir auch immer mit Apfelsaft ein Bier gemacht oder ein Champagner, wie die reichen Damen bei Dallas und Denver. So. Und dann habe ich mit 9 meine erste Zigarette geraucht, war mega eklig, hat mich aber leider nicht davon abgehalten, weil ich dachte, dann bin ich cool. Und so habe ich mit 11, 12 immer schon mal eine stibitzt, und mit 13 dann halt in der Schule, weil da war so eine Clique, ich hatte ja keine, wollte mich ja keiner in der Clique haben mit meinen Ausflügen in die Unwahrheit. Und aber da unten war die Rauchergruppe, da war egal, wer du warst, ob die dich mochten oder nicht. Ich habe mich dann mit 13 unten in die Raucherecke verkrümmelt, weil da war ich auch in der Pause nicht mehr alleine. Mhm. Die Esther ist auch nicht immer mit mir über den Schulhof gelaufen, die hatte auch noch andere Freunde. Und das war fürchterlich, immer alleine irgendwo abzuwarten, bis die Pausen vorbei sind. Ja, dann bin ich in die Raucherecke gegangen. Mhm. Ja. Mhm. Später ging es ja dann sehr, sehr weit. Dann kamen irgendwann illegale Drogen dazu, bis hin wirklich zu Heroin. Mhm. Kannst du uns skizzieren, wie kommt man dazu? Wie bist du dazu gekommen? Weil, sag mal, Bier und Zigaretten ist ja noch relativ harmlos, mhm, wenn auch extrem früh jetzt in deinem Fall das war. Aber ja, wie ist das passiert? Ja. Zum einen war das so, dass ich mich ja auch als Kind schon relativ alleine gefühlt habe. Das war manchmal unerträglich. Also wenn ihr das jetzt hier hinter uns seht, so habe ich mich in meiner Kindheit schon gefühlt. Alleine und kahl und ganz, ganz schrecklich. Ja? Und manchmal bin ich im Dorf spazieren gegangen und habe auch so auf die anderen Häuser geguckt, wo die heile Welt war, die heilen Familien, und habe mich so danach gesehnt, in so einer Familie zu leben. Und weil ich halt viel alleine war, da war halt eine Sache, die ich hatte, das war das Lesen. Und meine Mutter hatte eine Biografie in ihrem Regal stehen, die durfte ich lesen. Da war ich 11, 12 so. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Dokumentation vom Stern hat bestimmt jeder, der vor den 80ern geboren ist, schon mal gesehen, gehört, gelesen und danach bestimmt auch. Das ist ja eigentlich so ein abschreckendes Beispiel, Drogenabhängige in Berlin. Und da wurde so geschildert, wie die leben, wie es ihnen geht und das alles. Und ich habe das gelesen. Und als ich das so gelesen habe, der Zusammenhalt und die Freundschaften, die die hatten, die haben füreinander eingestanden. Mhm. Das war die Lösung meiner Probleme. Mhm. Die waren nicht alleine. Und das hat mich sehr angesprochen. Das hat mich irgendwie magisch angezogen.
Und von da an war mein Weg suchend geprägt nach Menschen in diese Richtung. Mhm. Das wusste ich natürlich damals noch nicht. Also das habe ich auch erst hinterher erfahren, wie das eigentlich so alles angefangen hat. Und so habe ich mir systematisch, ich hatte leider schon mit 13 meinen ersten Freund, also das, und das war dann natürlich auch ein bestimmtes Bild, was ich dann auch als Freund gesucht habe. Das sollte jetzt nicht irgendeiner sein, der auch immer gedisst wird, sondern einer, der, wo man schon sagt, oh, hat halt zu meiner Rolle gepasst. Ich habe auch immer die Rolle der gespielt, wenn du mir zu nah kommst, knallst. Ja, sowieso der große Hund, der immer schlimm bellt, aber eigentlich abhaut, wenn du auf ihn zukommst. So ging es mir innerlich. Und dann war halt mein Weg in diese Richtung, wer nimmt Drogen, wer kifft, wer würde, wer säuft, wer schlägt. Mhm. Ja, also rasierte Haare. Gut, mein Sohn hat mittlerweile selbst so eine Frisur. Okay. Ja, aber auch tätowiert. Alles, was so mein Vater gesagt hat, was denn das für ein Vogel, das war, hat mich angezogen. Mhm. Ja, und so fing das an. Okay. Mhm. Du hast, also diese zwei Schlagworte, Drogen und Lügen, ziehen sich durch. Du hast mir erzählt, dass du das Lügen sogar, ich sag mal, in Anführungszeichen beruflich genutzt hast mit jemandem zusammen, der dich da getrainiert hat, geschult hat. Magst du uns das kurz erzählen? Ja, also damals zu dem Zeitpunkt war ich auch schon mit also harten Drogen. Ich meine, das ist ja so ein Werdegang, der ist ja ganz, der verläuft eigentlich bei fast jedem gleich in diese Richtung. Und wir waren damals auch schon Heroin- und Kokainabhängig. Und da bin ich mit, habe ich ihn kennengelernt, Sinto. Und die haben irgendwie eine ganz andere Kultur und eine andere Gesetzlichkeit. Wenn das man das Gesetzlichkeit nennen kann. Also es sind ja nicht alle so, überhaupt nicht. Denen ihr Job war, durch Betrug an Geld zu kommen. Und das hat er mir auch beigebracht, weil irgendwie mussten wir ja an Geld kommen, auch um unseren Konsum irgendwie zu finanzieren. Und dann hat er mir Wechselbetrug beigebracht. Also geht man zum Beispiel in den Bäcker, sage ich jetzt mal so, holt einen Brezel, hält einen 100-Markschein damals noch hin, und zieht den aber wieder weg, gibt den gar nicht der Verkäuferin und lenkt die ab, dass sie auf diesen 100er rausgibt und verwickelt die so sehr in ein Gespräch, dass sie nachher denkt, die hat den schon bekommen. Ja, so. Und damit habe ich halt mein Geld verdient. Mhm. Ja. Mhm. Total krass. Ja. Ja. Es gab viele Beispiele, viele Situationen, die hart waren, die gefährlich waren, immer wieder neue Leute klicken, wo du Teil von warst. Welche Situation auf dieser Reise, ich sag mal abwärts, würdest du als den Tiefpunkt bezeichnen? Der ja auch wahrscheinlich kurz Richtung Wendepunkt dann wieder ging. Ja, also der Tiefpunkt war wirklich, ich war damals hochgradig heroinabhängig, hatte auch schon eine Therapie mal hinter mir, wo meine Eltern mich auch hinbuxiert haben. Und das war halt der Knackpunkt, die haben mich da hinbuxiert. Ich war noch gar nicht bereit, da durchzugehen. Und meine Mutter war ja sehr krank, habe ich ja schon gesagt. Und durch viele Begleiterscheinungen weiterer Erkrankungen hatte die damals Hirnbluten und ist ins künstliche Koma versetzt worden. Und damals wussten wir noch nicht, schafft sie es oder schafft sie es nicht. Und bei mir war das so, dass mittlerweile so dieser Drogenkonsum, diese heile Welt so aussah wie das hinter uns, wenn man es sieht, es war keine heile Welt mehr, es war kein Rauskommen mehr aus meinem Leben in dieses, ich bin jetzt einfach nur dicht und mir geht's gut, mir ging es gar nicht mehr gut. Ich war ein völliges emotionales, körperliches, psychisches Wrack. Und als dann das mit meiner Mutter war, es war ja immer schon mal so der Wunsch, ja, ich wünsche mir auch, ich komme da wieder raus, fahre irgendwann mal Auto und fahre ein schnelles Auto und krieg auch Kinder. Aber ich war weit, weit entfernt davon. Also viele um mich herum sind einfach, also ich habe halt auch das Heroin später gespritzt. Und da gab es halt welche, da hast du dann auf einmal gehört, oh, der ist heute Nacht um. Also der ist dann, hatte eine Überdosis, ist gestorben, war auf Intensiv, was auch immer. Hätte mir jederzeit passieren können. Und da habe ich so gemerkt, so den Kampf, um das Leben meiner Mutter mitzubekommen,
Da war eine Situation, da haben wir sie auf Intensiv besucht und sie wurde irgendwie mal kurz, die haben die aber dann wieder zurückversetzt, weil die gemerkt haben, das schafft die jetzt noch nicht. Und da war sie einfach wie so ein Baby am Weinen und hat uns nur angeguckt und geweint. Und da habe ich so ihren Kampf gesehen, ich will leben. Mhm. Und dann dachte ich, das ist die Frau, die mir das Leben geschenkt hat. Ich kann nur mein Leben hier nicht so wegwerfen. Da war so der erste, ich will leben. Und dann kurz danach, ein paar Wochen oder wie auch immer, war sie ja immer noch im Krankenhaus, aber schon im anderen. Und mein Vater, den hat das natürlich auch, die haben sich ja auch im Laufe der Jahre verändert. Und irgendwann kam der und hat gesagt, ich kann nicht mehr, du musst jetzt gehen. Also er hat mich öfter rausgeschmissen, dann war ich am nächsten Tag wieder da. Mein Bruder hat mich gebracht oder meine Mutter. Wirklich so obdachlos war ich, preis den Herrn nie. Er hat mich dann rausgeschmissen und mir meinen Schlüssel abgenommen. Und dann bin ich bei jemand anderem untergekommen. Und dann stand ich bei demjenigen, wo ich untergekommen bin, in Dernbach am Fenster und sehe, wie mein Vater, der genau wusste, dass ich da bin, unten vorbeiläuft mit dem Hund und nicht mal hochguckt. Und da habe ich gemerkt, also verlorener und tiefer unten, wie zu dem Moment, konnte ich nicht mehr sein. Und da fing mein Kampfgeist an. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, will ich leben oder will ich sterben? Und ich habe mich entschieden für, ich will leben. Mhm. Ja. Stark. Was ist dann passiert? Wie ist dann von der Abwärtsspirale eine Aufwärtsspirale geworden? Ging das nahtlos oder gab es da Abwärtsbewegung mittendrin? Ja, also kurz zur Story vorher. Ich war noch mal vorher schon mal in einer weiteren Therapie, aber auch halt wegen meinen Eltern. Ich meine, ich bin halt ausgezogen mit 18 und kam immer wieder, wie soll ich mal sagen, drogen- und abstiegsbedingt wieder nach Hause, weil mal wieder alles verloren, keine Miete, kein Strom. Und dann hing ich immer wieder bei meinen Eltern fest. Das war für die auch kein Zustand. Für die war vollkommen klar, ja hier, jetzt bist du hier, Therapie. Ja, okay, dann habe ich wieder eine Therapie gemacht. Irgendwie wollte ich, irgendwie noch nicht. Und in dieser Therapie habe ich was gemacht, weil die Hand Gottes ist irgendwie größer als alles, was man sich vorstellen kann. Ich fing an zu beten in dieser Therapie, dass das war wirklich noch so, lieber Gott, bitte hilf mir irgendwie hier rauszukommen. So, das habe ich halt dann so gesagt, ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass sich da irgendwas verändert oder so, weil eine Beziehung zu Gott hatte ich leider noch nicht. Die solltest du aber haben. Und dann bin ich dann halt eben, damals war diese Therapie beendet, wieder Abstieg und dann kam es zu dieser Situation, die ich geschildert hatte. Und als der Papa da unten lief und hat nicht nach oben geguckt, da habe ich diesen Stich gemerkt. Und anstatt, dass ich mir gedacht habe, Mensch Papi, ich würde dich gern mal drücken, wurde ich wütend auf ihn, hat mich natürlich verletzt. Aber durch diese Wut hat sich in mir irgendwie, habe ich Kraft gekriegt und dann war nämlich der Satz, dir zeige ich es, dass ich es doch kann. Mhm. Die Haltung war nicht richtig, aber der Satz war ein Teil sehr gut, der hat mich nämlich angespornt und dann habe ich nach was weiß ich wie vielen Entgiftungsversuchen, Klinikaufenthalten, Substitutionsprogramm über all die Jahre kalt entgiftet, also ich habe da einen kalten Entzug in dieser Wohnung gemacht, über Tage nicht geschlafen, also halt wie das so ist. Und habe das geschafft, weil ich wollte nicht mehr, ich wollte da raus. Ich wollte so nicht mehr leben und erst recht nicht wollte ich, dass mein Vater mich nicht mehr anguckt. Weil damals war ja dieser kleine Mädchentraum, ich heirate irgendwann mal und mein Vater bringt mich zum Altar. Und all diese Sachen, die wollte ich nicht aufgeben. Das war so meine heile Welt. Und dann habe ich einen kalten Entzug gemacht, habe das auch tatsächlich durchgezogen und auch geschafft. Das war im Mai 2004. Und meine Mama, die war schon wieder ein bisschen, aufgepäppelt, war zwar noch auf Intensiv, die konnte ich halt aber wochenlang nicht besuchen. Und die hatte viel vergessen. Und ich weiß noch, als ich dann fit war, dass ich mal ein paar Stunden auf den Beinen bleiben konnte, habe ich die Mama im Krankenhaus besucht und habe gesagt, Mama, ich konnte eine ganze Weile nicht kommen.
Und dann sagte sie, ich weiß schon warum, aber jetzt ist es vorbei. Und ja, das war es dann auch. Bin dann nochmal in eine Therapie und in dieser Therapie soll ich das gerade mit anschließen. Okay, da bin ich durch Gunst ganz woanders hingekommen, nämlich in den Schwarzwald, in der Frauentherapie. Die habe ich dann auch wirklich ernsthaft durchgezogen. Und ihr könnt euch erinnern, ich hatte ja gesagt, ich habe mal gebetet. Mhm. Und ich habe gebetet, dass Gott mir da raushilft und das hat er auch gemacht. Und ich habe dann da, ganz zufällig, bin ich in eine Gemeinde gespült worden. Und ja, da habe ich mich dann bekehrt. Soll ich kurz erzählen, wie das kam? Ja, gerne. Okay, ich habe ja auch gesagt, ich war eigentlich so immer alleine, außer halt so die Drogenklicke um mich herum. Und wenn ich mal irgendwo hin bin, früher in Dernbach hieß es immer, oh, das ist die Wolf, die wollen wir nicht hier haben. Und in Freiburg hat keiner gesagt, wo kommst denn du her? Wer sind deine Eltern? Und warum bist du jetzt so und so alt und hast noch keine Ausbildung? Dich wollen wir nicht hier haben, du passt hier nicht hin. Das hat überhaupt keinen interessiert, wer ich war. Ja? Und das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und so bin ich dann in so ein Frauentreffen gekommen, wo ich früher immer dachte, das ist nicht normal, das ist irgendwie komisch. Und in diesen Frauentreffen habe ich mich so wohlgefühlt, so uns ist völlig egal, wer du bist hier herzlich willkommen. Und über dieses herzlich willkommen habe ich dann gesehen, hinter all dem steht Gott, weil die glauben alle an Gott, das sind bekehrte Christen, das sind keine Spinner. Und ja, das war irgendwie mein Weg dann auch zum Herz Gottes so. Mhm. Ja. War das in diesem Gottesdienst, das war ja bei unserem lieben Freund Hans-Peter in Freiburg, wo du auch wirklich begriffen hast, was Jesus getan hat am Kreuz? War das direkt dann schon der Fall oder hat es Klick gemacht bei dir? Das war ein Prozess. Also ich bin dahin, erstmal bin ich nicht dahin wegen Gott, weil ich direkt gerafft habe, hier. Sondern ich bin dahin, weil ich angenommen war, weil ich das Gefühl hatte, hier bin ich zu Hause. Ich war damals bei meiner damaligen Zellleiterin, die Uschi, und da durfte ich an die Kaffeemaschine, da durfte ich in die Küche mir ein Brot machen, ohne dass die erstmal ihre Portemonnaies und alles versteckt haben. Ja? Also wenn ich alleine in einem Raum war, konnte man auch die Handtasche liegen lassen. Also das haben die mir zumindest signalisiert, das hätte ich dir früher nicht geraten. Kannst du heute schon. Ja, und ich wurde dann relativ oft krank und musste dann auch hatte eine große OP vor mir und vor dieser OP hatte ich große Angst. Und an diesem Morgen, wo die OP sein sollte, kam die Uschi, die sich auch sehr um mich gekümmert hat und hat mit mir gebetet. Und die hat gebetet, dass die Angst verschwindet. Ich hatte Panik, hatte richtige Panik vor dieser OP. Ich wäre am liebsten abgehauen im Krankenhaus. Und und dann hat sie gebetet, dass Gott mir begegnet, dass ich dachte, okay, der Gott begegnet mir gut. Ich habe gewartet und hatte nichts gespürt. Und dann bin ich runter zur Vorbereitung und da war dann dieser Moment, wo die wussten vom Narkoseteam, dass ich Panik habe und waren total lieb und einfühlsam. Auch da wurde ich nicht mehr behandelt wie der Junkie. Die waren richtig lieb, die haben mir die Backe gestreichelt und haben gesagt, wird alles gut. Und auch erst da habe ich das Beruhigungsmittel bekommen, weil das sonst umgeschlagen wäre durch meine Drogengeschichte. Da wirkt das manchmal genau in die andere Richtung. Und dann haben die mir ein Beruhigungsmittel gespritzt und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass von hinten der Vater kommt und greift mir so unter die Schultern und ich sinke so nach hinten in seinen Arm. Und bin eingeschlafen. Und auf einmal merke ich, wie mich jemand so ganz sanft anstupst und ich werde wach. Da war ich im Aufwachraum. Das war meine erste wirkliche, für mich spürbare Begegnung mit Gott. Und wo ich wusste, das ist nicht nur ein Lebensstil, nicht nur eine Geschichte, da ist was.
Da ist wirklich jemand, da der hält mich in seinem Arm. Richtig. Und der kann mir helfen, genau, aus dem Mist hier rauszukommen. Ja. Hm. Dieses Gefühl habe ich in meinem ganzen Leben zuvor. Ich war da 21, 22, nee, schon ein bisschen drüber, egal. Da habe ich das zum ersten Mal gespürt. Mit 26 habe ich zum ersten Mal eine Umarmung eines Vaters gespürt. Mhm. Ja. Wow, das ist total stark. Ja, dann hat dein Weg dich wieder in die alte Heimat geführt. Der Grund war kein schöner. Deiner Mutter ging es wieder schlechter. Und es sah aus, ja, dass sie diese Welt verlässt. Vielleicht erzählst du uns noch dieses Stück deiner Reise. Ja, ja, das war im August 2006, war ich zu Besuch zu Hause. Und damals wusste ich noch nicht oder habe das noch nicht so gespürt, dass man auch so Gedanken oder Eindrücke ins Herz bekommt, die von Gott sind. Und damals hatte ich so den Gedanken, komm wieder nach Hause, du hast nicht mehr lange mit deiner Mutter. Dann habe ich gedacht, okay, gut. Und dann ist es halt auch tatsächlich so passiert, dass die Mama 4 Wochen später zum zweiten Mal Hirnbluten hatte. Und durch eine Patientenverfügung war halt klar, die Mama geht jetzt. Und dann ist meine Mutter gestorben. Und das war, ich war ja noch nicht so lange bekehrt, war noch nicht so sattelfest. Und das hat mir völlig den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bin nicht mehr zurück nach Freiburg. Ich habe da alles abgebrochen und bin dann hier geblieben. Und kurz davor hatte ich auch jemand kennengelernt, weil in der Bibel steht, der Feind schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich habe mich halt finden lassen, weil wenn du ganze Sache mit Gott machst, das gefällt natürlich der anderen Seite nicht. So und so war das bei mir auch. Und dann kamen, tada, wieder irgendwelche Personen in mein Leben, die mit Drogen zu tun hatten. Und ich wurde halt auch rückfällig. Ich hatte schon vorher schon mal wieder gekifft. Und als dann die Mama gestorben ist, war vorbei. Mhm. Ja. Und dann bin ich erstmal so 6 Wochen lang richtig abgesackt. Letztendlich ist es kein Unterschied, ob ich jetzt Amphetamin genommen habe oder Heroin. Heroin habe ich nicht mehr genommen. Das war für mich aber ein großer Unterschied. Also, weil ich wusste, ein einziges Mal in dieser Situation, dass Heroin nochmal genommen ist, vorbei. Also dann ist wirklich Schicht, weil ich wollte ja auch damals, um mich herum sind die Leute gestorben, man sagt, wie die fliegen. Das ist nicht gelogen. Du sitzt da mit den Leuten und der kommt heute nicht mehr. Warum? Ah ja, der hat heute Nacht eine Überdosis gehabt. Okay, war wieder einer weniger. Und ich wusste, wenn ich jetzt nochmal, weil mir dann sowieso alles egal ist, dann hätte ich mich ja nicht entschieden für, ich will leben. Und dann habe ich auch da, ich habe damals meiner Mama, die hat das nicht mehr gehört, am Grab habe ich so, das war, die Sonne fiel in dieses Loch, wo die Urne meiner Mutter drin war. Und ich wusste, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht noch ein einziges Mal so absacken, weil hinter mir standen mein Bruder und mein Vater. Ja, die haben, das geht einfach nicht. Und dann habe ich mich so da durchgeschlängelt und nach ein paar Wochen habe ich dann, also ich bin weiter in eine Gemeinde gegangen. Das war dann das Christuszentrum Limburg, meine heutige Heimat, weil Freiburg gesagt hat, hier, ihr müsst euch um die kümmern. Die ist jetzt da ganz alleine. Und so kam ich halt auch in die Gemeinde, wusste natürlich keiner, die ist auch wieder rückfällig, das habe ich ja auch keinem erzählt. Du gehst ja nicht hin, sagst, hi, ich bin die Steffi, habe meine Mutter verloren und bin gerade im Rückfall. Ja, so stellt man sich nicht vor. Und dann bin ich halt sonntags dahin und da war eine Dame, die hat sich echt penetrant um mich gekümmert. Die hat das sehr ernst genommen. Meine dann spätere Zellleiterin, so war das bei uns im Christuszentrum, da gab es diese Treffen, hießen bei uns Zellen, die heißen jetzt aber bald Grow. Und die hat sich so penetrant um mich gekümmert und so gut mit mir gemeint, dass sie erst wurde wie meine Mutter. Ihre Söhne hatten auch mal Drogenprobleme oder waren auch in der Zeit in dieser Problematik. Und durch die hatte ich die Verbindung zur Gemeinde, die Verbindung auch zu Gott.
Und Gott lässt ja nicht los. Also, ne? Wenn alles andere kaputt geht, aber Gott ist immer da. Und die hat sich im Übrigen so um mich gekümmert, dass sie auch später meine Schwiegermutter wurde. Also hat sie echt gut gemacht. So, und ich habe dann damals gemerkt, stopp jetzt hier. Mhm. Und dann wurde ich schwanger. Mhm. Ich hatte schon vorher aufgehört mit diesem Rückfall, wobei ich aber noch gekifft habe. Das war damals zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich schon bekehrt war, irgendwie noch legal. Ist ja pflanzlich, mhm. wird ja auch als Medikament eingesetzt. Also Argumente hatte ich früher schon sehr viel. Und als ich dann schwanger war, da wusste ich, nee, das hier geht nicht. Ich hatte auch eine Affäre durch die, sonst wäre ich also nicht schwanger geworden. Ich habe das bisher auch in der Bibel nur einmal gefunden. Das war bei mir nicht so. Und das Coole war, in der Gemeinde, im Christuszentrum, ist keiner gekommen, der zu mir gesagt hat, du bist schwanger, mhm. du bist auch gar nicht verheiratet. Es hat keiner gemacht, es hat mich niemand verurteilt. Es waren alle liebevoll und schön, dass du da bist, wie geht es dir? Das hat sich nicht verändert. Und das hat mir geholfen, daraus wieder zu kommen. Mhm. Ich habe mich dann von, also das war eine Affäre, es war keine Liebesbeziehung, habe mich dann auch getrennt, eine Wohnung gesucht. Die wurde mir durch Hilfe von Gemeindemitgliedern komplett eingerichtet. Also Klaus-Peter, ich denke heute noch an dich mit deinem Lämpchen auf der Stirn. Hast mir meinen Herd angeklemmt, meinen ersten Herd hast du mir angeschlossen. Das werde ich dir nie vergessen. Und das war einfach, ich habe alles, ich wurde so begleitet, dass es eigentlich gar keine Chance mehr für mich gab, da nochmal rauszukommen. Ja, genau. Wow, stark. Mhm. Deine Situation heute, wir kehren zum Anfang zurück. Ja. ja, du hast dann deinen heutigen Mann kennengelernt, durch besagte Dame. Ja. Und ja, ihr seid eine Familie. Und was ich stark fand, vielleicht formulierst du, du weißt, wo ich hin will, wenn ich sage Stichpunkt Haus. Ja. 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 Also heute, gehen wir nochmal kurz zurück. Ich habe ja gesagt, ich bin schon als Kind da rumgelaufen, wie auch hier hinten. Ich habe mich so kahl gefühlt, ein kaltes Zuhause, und ich habe mich immer nach Familie gesehnt. Das ist das, was du meinst, oder die nächste Stufe ja, auch noch? Ja. Ja. Und ich habe mich immer nach dieser liebevollen Familie mit Kindern gesehnt. Im Übrigen hat mein Vater mich zum Traualtar begleitet. Yay. Und ja, und ich habe mich ja so danach gesehnt, Kinder zu haben. Ich wollte immer drei Kinder. Und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt, der zunächst erstmal meinem Sohn Papa war, wie, ich möchte keinem zu nahe treten, aber ich glaube, mancher Vater, der diese Erkenntnis noch nicht hat, ist seinem Sohn nicht so sehr Vater, wie es mein Mann meinem Sohn war. Also es gab Leute um uns herum, die durch einen Zufall darauf gekommen sind, dass der Andreas gar nicht der leibliche Vater ist. Da kam, was? Das merkt man ja gar nicht. Mhm. Ja, dann dachte ich, okay, sollte man auch nicht merken. Das war immer, der Andreas war schon immer der Papa für den Elias. Das wird ja auch immer bleiben. Ja? Und ja, dann ist unsere Familie gewachsen und wir sind, bevor unsere Familie gewachsen sind, in ein Haus gezogen. Da wohnen wir jetzt schon 10 Jahre drin. Kenne ich auch nicht. So spätestens nach 1,5 Jahren gab es keinen Strom und keine Miete. Und dann hatte der Vermieter gesagt, jetzt müssen Sie gehen. Ja, und das ist heute alles überhaupt nicht mehr. Also heute verbringen wir unsere Tage, auch wenn es mal stressig ist. Wir haben ja mittlerweile 3 Kinder. Und heute bin ich in diesem Haus, in diesem Zuhause, nachdem ich mich fast mein bisher über die Hälfte meines Lebens gesehnt habe. Mhm. Ich muss nicht mehr durch die Straßen laufen und auch gerade jetzt in dieser Adventszeit in die Fenster gucken und gucken, die haben da Beleuchtung und die umarmen sich. All das habe ich heute in meiner eigenen Familie und auch mit meinen Kindern. Also es ist wunderschön, wenn du morgens in der Küche sitzt und trinkst deinen Kaffee und du denkst, okay, jetzt kommt dann doch jemand in die Küche, auch wenn du gerade kurz alleine sein willst und du wirst erstmal gedrückt. Ja,
Das war das, wonach ich mich in meiner Kindheit immer gesehnt habe. Und das habe ich und hätte ich in der Form ohne Gott nie gekriegt. Mhm. Weil ohne Gott wäre ich jetzt tot. Mhm. Das weiß ich. Mhm. Ich hätte eine Überdosis. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, mhm. Wow. Was für eine starke Geschichte. Vielen Dank, dass du sie so offen mit uns teilst und all die Phasen. Und ich habe mir verschiedene Dinge aufgeschrieben, aber so ein Titel, über den ich nachgedacht habe, war Rückfälle ins Leben. Und was ich so ermutigend finde, unter anderem an deiner Geschichte, ist zum einen die Kehrtwende, dass du es geschafft hast und lebst und ja, ein lebenswertes, wundervolles Leben hast, was Gott dir geschenkt hat. Sind aber auch diese Rückfälle, dieses dann doch nochmal kiffen, dann doch nochmal, ja, außerhalb der Ehe, ja, mit einem Mann einfach zusammen sein, so wie es halt außen normal in Anführungszeichen ist und wie wir es, wenn wir die Bibel kennen, ja ganz anders sehen. Und es gibt immer, solange wir atmen, gibt es immer einen Moment, man kann umkehren, man kann Vergebung bekommen. Und es gibt keine Verdammnis, auch wenn wir nochmal eine dumme Entscheidung treffen. Und das finde ich, ja, das muss man in die Welt hinausrufen und sagen, hey, Gott steht da mit offenen Armen. Er steht auch gerade jetzt für dich da mit offenen Armen. Und die Steffi und ich würden gerne das Päckchen jetzt zuschnüren mit einem Gebet. Wir möchten einfach dir anbieten oder euch zu Hause anbieten, wir nennen das Übergabegebet, ein Gebet der Hingabe an Jesus beten. Ihm all das, ja, was doof ist an deinem Leben, deine Fehler, deine falschen Entscheidungen hinlegen, ihn um Vergebung bitten und ihn einladen, dass er ja vielleicht auch aus den Trümmern oder der Zerbrochenheit deines Lebens was Neues macht, weil da ist Gott ein Meister drin. Und wenn du das möchtest, dann schließ doch mit uns deine Augen und sprich mir folgende Worte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich möchte deine Liebe annehmen. Und ich möchte deine Liebe annehmen. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Und ich will dich von ganzem Herzen. Und ich will dich von ganzem Herzen. Bitte vergib mir die Schuld meines Lebens. Bitte vergib mir die Schuld meines Lebens. Da, wo ich andere Menschen verletzt habe. Da, wo ich andere Menschen verletzt habe. Mich selbst und auch dich verletzt habe. Mach mich neu, Gott. Und schenk mir dein ewiges Leben. Jesus, ich will dir folgen. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann beglückwünschen wir dich. Und wir wünschen dir so sehr, egal was deine Vergangenheit ausgemacht hat, dass du tiefe Wurzeln bekommst bei Gott. Und dass du auch Anschluss findest an eine Gemeindefamilie, an Menschen, die glauben wie du an den lebendigen Gott, der heute noch Wunder tut. Und wenn wir dir dabei helfen dürfen, kannst du uns gerne eine Mail schreiben. An pastorin@cclm.de oder an pastor@cclm.de. Schreib uns und wir helfen dir gerne auf deinem Start mit Gott. Ja, dir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich habe dir auch, oder wir haben dir auch, mal gucken, wie wir das so durch die Wand werfen, ein kleines Dankeschön mitgebracht. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Oh, danke sehr. Und ja, schau mal rein. Ich wollen alle wissen, was da drin ist. Das wünsche ich mir schon so lange. Ich soll es ja bestimmt machen. Gleichzeitig ja eine Buchempfehlung. Wow. Genau. Ja, das ist das Neue Testament Roth, eine Bibelübersetzung eines Freundes aus der Schweiz, lieber Manfred Roth, Dr. Manfred Roth. Sehr, sehr stark und wir wünschen dir ganz, ganz viel Segen. Danke, dass du heute beim Pop zu Gast warst. Danke für deine Geschichte, dein Herz. Und ja, ich glaube, wir werden ein Segen sein damit. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte. Eins muss ich noch, die stimmt. Also das mit dem Lügen habe ich dann auch abgelehnt. Ich bin heul abgelegt. Ich bin ein sehr wahrheitsgetreuer Mensch und absolut. Ja. Ja, super. Okay, danke schön. Vielen Dank. So. So, das war doch wirklich super spannend. Ich kenne die Geschichte ja schon so ein bisschen, aber so
ausgiebig, glaube ich, habe ich sie mir noch nicht erzählen lassen. Vielen, vielen Dank, Stefanie. Das war sehr bewegend und auch, glaube ich, sehr ermutigend, weil wenn solche Gebäude renoviert werden, erkennt man sich ja oft nicht wieder. Und wenn du Stefanie damals gesehen hättest und siehst sie heute, diese attraktive, in jeder Hinsicht gesunde, starke, jetzt Geschäftsfrau auch und was sie alles tut und denkt, was vorher war, keiner hätte die Chance gegeben. Und doch, Gott macht diese Dinge, Gott macht sie. Gott hat sie mit mir gemacht, mit ihr gemacht, mit anderen gemacht und mit Stefanie auf ganz dramatische Weise. Und wenn du eine Not hast, du weißt jetzt, da ist noch was möglich, da geht noch was. Ja, ist übrigens eine gute Gelegenheit, jetzt den Daumen hoch zu geben, wenn das dir gefallen hat, weil je mehr Daumen hoch oder auch Daumen runter geht natürlich auch, helfen uns einfach in der YouTube-Statistik zu steigen und dann mehr vorgeschlagen zu werden. Und dann sehen vielleicht Leute diesen Pop von heute und werden ermutigt, die es vielleicht gerade brauchen können. Okay, also ein Daumen hoch kostet dich nichts, aber kann sein, dass das der Auslöser ist, um jemanden das weiterzugeben, was wir heute gehört haben. Ja, Glücksmomente der Woche. Mhm. Ja. Was war denn deiner? Ich habe einen von zwei möglichen gewählt, weil ich weiß, den anderen hast du. Den nehme ich dir nicht weg. Das aber das ist sehr, sehr freundlich. Das war auch ein mega Highlight für mich in der vergangenen Woche, was du gleich sagst. Nee, ich habe eine kleine Bummeltour mit meiner Tochter gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war der harte Lockdown. Das lief alles, die Politiker, das lief schon in die Richtung. Und Shoppen macht im Moment nicht wirklich Spaß, aber eigentlich hätten wir einen Bummeltag gehabt, dir ging es nicht so gut. Und dann habe ich Grace gefragt und wir sind einfach losgezogen nach Limburg und haben zwei, drei Geschäfte besucht und ein paar Klamotten gekauft. Und ja, mit Maske und dem ganzen Kram. Aber es war einfach, ja, es war total schön. Das braucht man als Frau ab und zu. Und das war mein Glücksmoment, Shopping mit Grace. Ja, cool. Der Shopping macht Spaß. Ja, mein Glücksmoment war am letzten Samstag. Wir hatten ja unsere ein Jahr geplante Adventsfeier. Mein Patentöchterchen, sag ich mal, meine Prinzessin Johanna. Johanna Deiss, The Voice-Teilnehmerin, eine ganz tolle Frau, Mutter, Ehefrau, Songwriterin und was sie alles macht. Sie ist sehr kreativ. Und ja, wir beide haben uns sehr gefreut auf diesen Abend. Und wir haben das ja da am Anfang auch gesagt. Wir hätten es notfalls auch einfach für uns gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat. Aber natürlich, es waren viele dabei, überraschend viele. Es ist eine vierstellige Zuschauerschar jetzt schon innerhalb von ein paar Tagen da aufgetaucht und es scheint doch anzukommen. Vielen Dank für all die Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Die waren teils so bewegend. Also das war dran. Also das habe ich für mich empfunden und viele andere sagen, ja, für mich auch. Mir hat es geholfen, in Weihnachtsstimmung zu kommen, Weihnachten überhaupt mal ganz neu wieder zu sehen, mich darauf einzurichten, einzustellen. Und das war mein absolutes Highlight, obwohl es mir nicht gut ging an dem Tag. Ich konnte alle meine Geschichten lesen, was ich nicht geglaubt habe vorher, weil meine Stimme war so ein bisschen erkältungsmäßig am Krächzen. Aber es ging und es hat Spaß gemacht. Mhm. Ja, das war mein Glücksmoment der Woche. Ja, und vielleicht da hast du auch noch ein Gebet für uns alle hier mit dem, was wir jetzt gehört haben. Ich denke mir, dass da Leute da draußen sind. Du sagst das so, eigentlich weiß ich genau, wie Stefanie sich fühlte, wo sie durchgegangen ist. Und ich bräuchte jetzt gerade mal einfach einen geistigen Zuspruch, irgendein Gebet, was mir weiterhilft. Ja. Genau, ich habe mir drei Stichpunkte aufgeschrieben und ich möchte das beten, was ich notiert habe. Ich möchte zum Ersten dich segnen, wenn du hoffnungslos bist. Wenn Depression, Schwermut, Entmutigung deine Gedankenwelt vergiftet haben. Ich möchte dir zusprechen, sei mutig in dem Namen Jesu Christi. Ich spreche aus, das Licht kommt in deine finsteren Gedanken hinein. Das Licht Gottes soll dir aufleuchten. Und sein Friede und seine Freude und seine Liebe soll dir ganz bewusst werden. Das spreche ich aus über dir in Jesu Namen. Und das Zweite, ich möchte all die segnen, die auch schon auf einem guten Weg waren, die aber wieder dumme Entscheidungen getroffen haben. Ob als Christ oder noch nicht als Christ, ich möchte dir zusprechen, es gibt keine Verdammnis für dich von Gottes Seite. Du kannst ganz viele doofe Entscheidungen mit einer richtigen wieder revidieren. Buße nennt die Bibel das. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott treu ist. Und dass wenn du deine Sünde vor ihm bekennst, ihm sagst, was du für einen Blödsinn gemacht hast, er treu und gerecht ist und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit und dir so gerne vergibt und ja, das mit dir ins tiefste Meer versenkt, was war. Und ich möchte
dich zum Schluss segnen mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich bete, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes dich an deinem inneren Menschen ganz stark macht. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott bei dir ist, dass er für dich ist und dass er Antworten hat auf deine Fragen, Lösungen für deine Herausforderungen. Und dass am Ende alles gut wird, das sollst du wissen. Und wenn es noch nicht alles gut ist, dann ist es nicht das Ende. Mit dieser Gewissheit möchte ich dich segnen und dich unter den Schutz Gottes stellen, gerade heute. Amen. Amen. Und wir haben heute ja den ersten Tag des Lockdowns, das heißt, wir alle haben jetzt ganz viel Zeit. Und deswegen nehmen wir uns heute ein bisschen mehr Zeit für den Pop. Und er darf auch heute mal ein Stündchen dauern, statt nur ein halbes. Ich hatte eben noch zwei Eindrücke, während du gebetet hast, und die möchte ich gern weitergeben. Das eine betraf eine Frau. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich habe eine Frau gesehen, die sich wundervoll kleidet und auch schminkt und also auf ihr Äußeres auf eine Art und Weise achtet, wie es wenige tun. Du tust es, damit du Aufmerksamkeit bekommst, und du bekommst sie auch damit. Du suchst Aufmerksamkeit von Männern, auch von älteren Männern. Und Gott sagt dir, das ist nicht der Weg. Er möchte dich freisetzen davon, weil innen drin bist du ganz wund, ganz leer, ganz einsam und verzweifelt. Und Gott hat kein Problem mit Make-up oder hübschen Klamotten, das ist nicht der Punkt. Aber hör auf, das beim Menschen zu suchen, was nur Gott dir geben kann. Mhm. Wenn Gott dir Annahme und Bestätigung gibt, dann bist du seine Prinzessin, seine Traumtochter. Dann brauchst du das nicht auf die Weise dir zu holen, weil das ist billig, das steht dir gar nicht. Du bist innen drin viel aparter, als du außen jemals aussehen könntest, verstehst du? Wenn du weißt, wer du bist in Christus und Gott ruft dich da raus aus diesem Wahnsinn, aus diesem Vergleichswahnsinn, aus diesem immer schöner, immer jung und frisch aussehen müssen, komm raus da, das ist nicht, wer du bist und wer du sein musst. Das ist entwürdigend, weißt du? Und Gott möchte dich nicht entwürdigen, Gott möchte dich hochheben, möchte allen zeigen, wie stolz er auf dich ist. Und das ist so, das musst du dir nicht verdienen. Er liebt dich so, wie du bist, ganz ohne Make-up, weißt du, in deiner Jogging-Schlumpelhose zu Hause, er liebt dich so. Und das zweite Bild, was ich eben hatte, Gott spricht manchmal so auf die Weise zu mir und bitte, wenn du das bist, nimm das an. Es ist nicht von mir, es ist von Gott für dich und er gebraucht gerade diesen Kanal und das ist wundervoll. Das zweite Bild ist ein Mann, bist ein älterer Mann schon, ich weiß nicht, vielleicht in deinen 60ern und du merkst, du hast Herzprobleme. Da ist was nicht gesund und das hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie du lebst und auch wie du mit Menschen umgehst. Gott ruft dich. Er ruft dich als Sohn, nicht als Leistungsträger, nicht als perfekt. Nicht als den, der immer alles gelingt. Du wirst älter und das ist in Ordnung. Und das ist völlig in Ordnung. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Dieses Leben hat ein Ablaufdatum für jeden von uns. Und das ist gar kein Problem, solange du mit ihm verbunden bist. Und er möchte dich daran erinnern, dass du diese Verbindung erneuerst. Erneuer den Bund, den du mit Gott schon hattest und den du aus dem Auge verloren hast. Das ist der Grund, warum du das jetzt gerade hier siehst. Lass das nicht an dir vorbeigehen. Mach dieses Weihnachten zu deinem Weihnachten, zu einer Verbindung, nicht mit dem Christkind, sondern mit dem Christus, mit dem auferstandenen Herrn, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und dich so sehr liebt. Er will dein Herz heilen, aber du musst es ihm dafür geben und Dinge loslassen, die es immer wieder beschweren und immer wieder unter Druck setzen, für den es nicht gemacht ist. Okay, die beiden Dinge. Einfach, ich hoffe, es hilft jemandem. Und wenn, ich freue mich natürlich über eine Nachricht oder über einen Kommentar, kann ja auch anonym sein, mir hat es geholfen oder mich hat es angesprochen, mich hat es verändert. Dann weiß ich, okay, das ist es angekommen, ich habe es richtig gehört, weil ich kann mich ja auch irren, aber ich irre mich lieber, als dass ich was nicht weitergebe, wo ich denke, Gott will was sagen. Stark, vielen Dank dafür. Ja. Ja, super. Okay, dann haben wir jetzt den großen Moment erreicht, auf den wir jetzt monatelang zugehen. Erinnert euch noch, warum wir dieses Gewinnspiel gemacht haben, weißt du es noch? Ja, klar. Na? Wir haben die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Und da war noch eine Zahl. Ich glaube, es war die 40.000 Viewer für das Maria Brian. War das, ich glaube, es war noch die Predigt damals.
Und ich darf euch sagen, wir haben jetzt inzwischen die 100.000 geknackt bei Maria. Ja. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ja. Und wir haben hier bei uns, wir kratzen an der 1500, ich glaube 1450 Abonnenten haben wir jetzt gerade in unserem YouTube-Kanal. Also die Zahl, die 1000, die wir gefeiert haben, wir könnten eigentlich schon wieder eine Verlosung machen. Sowieso, weil wir ja schon nächste Woche unsere 100. Folge haben. Aha. Ja, das war cool. Übrigens für die, die die Adventsfeier sich noch anschauen wollen, die ist nämlich noch online und die ist richtig, richtig gut. Jetzt vor Weihnachten, die geht auch nach Weihnachten noch. Allein die Geschichten, das ist was für Familie, da kannst du dich zusammen hinsetzen und die kannst du auch zu jeder anderen Zeit dir zu Gemüte führen, buchstäblich genießen. Und da ist auch eine Zusammenfassung der Pops von 60 bis 98 drauf, glaube ich, ungefähr so. Ja. So also richtig, richtig cool. Da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht. Danke, lieber Uli. Danke, Ulrich. Das zusammenzufassen, so die Überschriften zu nehmen, so 10 Minuten, ist damit drin, direkt nach der Pause, so in der Mitte dieser Datei, die ihr euch ja anschauen oder runterladen könnt, seht ihr dann diesen Zusammenfassung, wenn ihr das gerne sehen möchtet, von Pop 60 bis fast heute. Und jetzt ziehen wir Gewinner. Das haben einige mitgemacht. Wir waren überrascht, wie viele es dann doch waren. Ich glaube, es waren nicht ganz 100.000. Ich würde hier nicht reinpassen, so, aber so 20 oder so müssten es gewesen sein. Und wir haben jetzt unsere Glücksfee hier, Glücksfee Iris. Ich halte mal meinen Deckel zu, ist alles schön zu. Was ziehen wir zuerst? Platz 3. Platz 3. Platz 3 ist Quality Time in der Ehe, das Hörbuch. Das Buch erscheint übrigens am 12. Januar. Und diese CD bekommt... jemand, der es, glaube ich, schon hat. Ja, der hat dann ein schönes Weihnachtsgeschenk, Corinna, vielleicht noch. Corinna, Anni Rock. Herzlichen Glückwunsch zu Quality Time in der Ehe. Übrigens, das haben wir noch gar nicht verlautet. Da muss ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn wir diese Hörbücher da auch vorstellen. Das Buch kommt am 12. Januar im Markt. Und wer per E-Mail eine Bestellung macht für das Buch, ich glaube, das kostet... 1999, okay. Wir wissen nicht, was unser eigenes Buch kostet. Amazon hat es schon gelistet, kannst du ja mal gucken. Also, wenn das Buch kommt, wir machen ein Vorverkaufsangebot. Ich darf das Buch nicht billiger abgeben, habe ich mit dem Verlag besprochen. Die wollten das nicht, also der SCM-Verlag als Hauptherausgeber. Wir sind ja als Quality Time Verlag Mitherausgeber, aber wir wollten da nicht streiten. Das ist so ein super Verlag, die arbeiten uns so fantastisch zu. Frau Wölfle ist die Hammerlektorin, wir lieben sie, das ist einfach nur gut. Aber wir würden gerne Folgendes machen, wir würden gerne jedem, der ein Buch bestellt, ein Hörbuch dazu schenken. Ich glaube, das dürfen wir machen. Also die Bestellung müssten bis 12. Januar per E-Mail eingegangen sein. Oh, der Kindle ist auch da, guck mal. Kindle ist auch schon da. Was kostet das Buch, steht es drin? Ich habe die Printversion hier noch nicht. Wir gehen doch mal drauf, weißt du doch. Geht mal drauf. Ach so. Mehrere Versionen wahrscheinlich. Ja, das Internet ist ein bisschen schwach hier. Gebundenes Buch? Wo ist der Preis? Kostet nichts. Ich glaube, es war aber 1999. Ich glaube, das war so. Ja. Mhm. Also wie auch immer, ihr kriegt es natürlich für den Preis, den es überall kostet. Sollte es weniger sein, dann brechen wir auch weniger. Ihr kriegt eine Rechnung mitgeschickt und bekommt dieses Hörbuch gratis mit dazu. Das hat einen Wert von 19,99 €. Also das ist wirklich nur bis zum 12. Januar. Mhm. Und danach gilt dieses Angebot nicht mehr. Wir haben aber zurzeit auch noch Weihnachtsangebote online stehen. Solltet ihr mal reingucken, das lohnt sich, wenn ihr noch ein Geschenk auf die letzte Minute sucht. Ja. Also 12. Januar, das Angebot, das steht nirgendwo sonst, also es geht wirklich jetzt nur so für die Pop-Hörer erstmal. Ihr müsst jetzt uns einfach per E-Mail schreiben an Pastor Ed, das reicht. Ich lese die E-Mails dann nach dem Urlaub auch und das alles gilt, was bis zum 12. reingekommen ist, kriegt ihr diesen Preis. Gut, jetzt haben wir den zweiten Preis und der zweite Preis ist dasselbe. Guck mal, nochmal, nochmal das Hörbuch. Trommelwirbel. And the winner is... Betty Fra, Petra hat gewonnen, ich freue mich für dich. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch auch der Petra, Corinna und Petra. Mal gucken, haben auch Männer mitgemacht, ich weiß gar nicht. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das Letzte, jetzt kommt der erste Preis. Kannst du es festhalten mit einer Hand? Damn, Studienbibel, das ist schwer. Okay. Aber es geht. Ich halte. Okay, da ist der Gewinner. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch, warte. Oh, jetzt. Die Kerstin Löwer. Ach, Kerstin, da freue ich mich ja.
Das sind ja drei tolle Gewinner. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Super. Natürlich auch allen anderen, die mitgemacht haben. Wir haben jeden Kommentar gelesen, viele auch beantwortet. Wir fanden es toll, von euch zu hören. Das freut uns übrigens auch außerhalb der Gewinnspiele. Jede Reaktion ist für uns kostbar und zeigt ein bisschen was, was da so passiert. Mhm. Weil natürlich kriegen wir immer nur einen Bruchteil mit und handeln im Glauben bei all dem. Also, das ist deins, Kerstin. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tut, schickt uns die Adressen nochmal per E-Mail und dann geht das auch zeitnah, denke ich, sogar noch vor Weihnachten raus. Sonst wird es nämlich erst Januar, bis alles rausgeht. Aber das sollte hingehen. Ich glaube, von Petelfrau, die Adresse habe ich, glaube ich, oder ihr beiden, die hier zur Gemeinde gehört, falls ihr nochmal da seid am Sonntag oder Heiligabend, gebt kurz Bescheid, könnten wir es auch in der Gemeinde für euch mitbringen. Einfach. Genau, im Gottesdienst. So machen wir das. Wow. Ja. Müssten wir jetzt fast ja schon wieder ein neues Gewinnspiel machen. Vielleicht im neuen Jahr, weil die 100, wie gesagt, ist ja kurz vor der Tür. Über aber die 2000 knacken wir mal wieder eins. Ja. Okay. Ja, verbind dich mit uns. Newsletter, das CCLM, findest du auf unserer Website www.cclm.de. Da kannst du dich einschreiben zum Abo. Da bekommst du auch schriftlich alle Infos rund um unsere Gemeinde hier lokal. Was läuft, wo du dabei sein kannst, was du nutzen kannst an unseren Angeboten. Ja, Facebook und Instagram sind wir unterwegs. Folg uns da gerne auch. Abonnier doch den YouTube-Kanal. Trag mit dazu bei, dass noch mehr Menschen gute Nachrichten hören und auch Wort Gottes in dieser finsteren Zeit ja als Licht bekommen, Ermutigung bekommen. Und ja, wie heißt das? Drück die Glocke, dann kriegst du jedes Mal eine Info, wenn wir was hochladen und du bist mit bei den Ersten, die es sehen können. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank an dich für dieses tolle Interview. Das ist eine tolle Moderatorin, also ich liebe das, wenn sie moderiert, sie macht das so genial schön. Ja, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr die Stunde mit uns hier durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr nehmt was mit und nächste Woche kommt ein spannendes Thema, weil ab heute ist Lockdown, nächste Woche sprechen wir über Lockdown oder Lock-up, also einschließen oder aufschließen. Und ich glaube, das ist, was wir alle jetzt gut brauchen können, so direkt noch vor Weihnachten nochmal eine besondere Weihnachtsbotschaft. Mhm. Okay, bis dahin, alles Liebe und alles Gute und bis Sonntag, meldet euch an zum Gottesdienst, bis Samstag 10 Uhr geht es, könnt ihr euch anmelden, ihr wisst, die Wege findet ihr alle in den Shownotes, dort findet ihr auch einen Link nochmal zum Adventsgottesdienst und ein paar andere spannende Sachen. Bis dahin, gehabt euch wohl und vergesst eins nie in dieser Zeit, Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So schaut's aus. Jawohl. Bis bald. Bye, bye. Alles Liebe. Bye, bye.